Willkommen im Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Number 9. aus der Mythenserie gar nicht neu, aber immer toll. Oder so. Wir suchen noch nach dem richtigen Catch, nach der richtigen Catchphrase. Yep. Ja, Number 9 ist rausgekommen in dem Jahr, in dem wir eröffnet haben. Und Fun Fact war ungefähr das erste Spiel, was wir von einem Verlag zugeschickt bekommen haben. Das erste Paket, was wir aufgemacht haben. Nicht zuletzt wird es deswegen immer einen Platz in unserem Herzen haben, aber es ist halt auch ein wirklich gutes Spiel. Wir zeigen euch das einfach mal, dann könnt ihr euch auch ein Bild machen. Man kann es von 1 bis 4 Spielern spielen. Jeder spielt so vor sich hin, aber man vergleicht dann am Ende die Punkte. Deswegen kann man es Richtig. halt auch alleine spielen und mit sich selbst Ja. vergleichen. Und das ist relativ einfach. Wir haben hier einen Kartenstapel und es gibt die Kartenzahlen 0 bis 9 jeweils zweimal. Der ist gemischt und man deckt eine Zahl auf. Das ist jetzt die 3 und jetzt muss jeder von uns die 3 nehmen. Wir haben übrigens einfach nur die Spielbox hier liegen. Das ist tatsächlich so schon eingeräumt, das ist richtig gut. Am Anfang ist noch ein bisschen langweilig. Wir haben beide die 3 hingelegt und nichts weiter passiert, aber jetzt hoffentlich mit der zweiten Zahl wird es schon spannender. Kriegen wir jeder eine 6 und dürfen die an die 3 anlegen oder drauflegen. In diesem Fall ist halt auch mal die Es geht Frage. schon los hier, der mit Ja, dem ja, ja. Struggle. Ich glaube, ich mache das einfach mal, oder? Oder so? Oder so? Vielleicht so. So ist auch eine gute Grund. Das hast du auch Jetzt haben wir gemacht? das Nee, Gleiche. dann mache ich das so, wie ich Ja. das. Ein So. Loch, 2 Löcher. Okay, die macht das Negativbeispiel. Gar So, nicht nächste wahr. Karte. Ihr werdet bald sehen, worauf es ankommt. So, die 9 für Eine jeden. 9, das Ich ist gebe dir auch böse. mal. Die kannst du bestimmt Ich drauflegen, kann sie schon oder? drauflegen. Genau, jetzt geht es nämlich los. Ach, das ist Wir ja. dürfen in die nächste Ebene bauen, aber nur, wenn wir keine Löcher überbauen und auf mindestens 2 verschiedene Teile draufbauen. Das Thomas, passt hier ziemlich perfekt. hätte so schön sein können. Und das wollen wir im Endeffekt. Wir kriegen nämlich am Ende Punkte, abhängig davon, in welcher Ebene welche Zahl liegt. Nämlich die Zahl mal das Stockwerk sozusagen. Also diese 9 ist ein Punkt wert, weil es eine Nee, 9 im, 9 Punkte. 9 Punkte, Entschuldigung, ja, 9 Punkte, weil es 1 mal 9, also im ersten Genau. Stockwerk mal 9 Punkte ist. Richtig. Ich habe leider einen neuen. Aber du baust dir deine Basis quasi weiter aus. Ich kann nämlich jetzt diese 5 nicht einfach so hochbauen, sondern ich gucke mal, wo ich sie irgendwie unterkriege. Ja, wobei Das das Ding ja auch ist zu echt lang, hier ne? alles. Drin. Ich kann es natürlich so legen, aber dann habe ich eine 5. Kommt irgendwann die Das ist 1. Wir auch dürfen nicht sie so übrigens schön, ne? nicht drehen, also man sieht das gut an der Rückseite. Wir dürfen sie also so im Raum beliebig drehen, aber nicht das Plättchen einfach auf die Rückseite drehen. So. Und noch eine 5. Na toll. 2 5 sind eigentlich ganz gut. Man darf halt einmal gelegt nicht mehr versetzen. Sieht schon hübsch aus. Oh, wow, das geht. Oh krass, du hast da echt über das Loch drüber gebaut. Das ist nicht Ja. schlecht. Nee, ich weiß noch nicht, ob das So, wirklich gut die ist. 1 ist eine echt schöne Zahl, um irgendwelche Löcher zu stopfen, aber ist halt nichts wert, wenn man sie hochbaut. Aber ich kann sie hier tatsächlich nicht so gut unterbringen. Ja, bei mir ist sie gerade auch irgendwie relativ nutzlos, aber ich glaube, ich werde hier oben mal irgendwie so ein bisschen die Fläche vergrößern. Hier vielleicht so, So, ihr eventuell. seht jetzt, wohin das führt. Also wir spielen den gesamten Stapel durch. Das heißt, jeder verbaut genau 20 Plättchen. Und dann zählt man Punkte. Also die Zahl mal dem Stockwerk, in dem sie liegt. Alles im Ground Floor auf der nullten Ebene zählt halt gar nichts. Und das Spiel ist extra so aufgebaut. Die 9 hat eine super tolle Grundfläche. Man will sie natürlich nicht unten haben, sondern möglichst weit oben. Die 0, die nichts wert ist, hat sogar ein Loch. Die will man eigentlich gar nicht nach unten legen, weil man es nicht drüber bauen darf. Und das ist es eigentlich schon. Also es ist total faszinierend, was für Punkte man am Ende rauskriegt. Und wir haben echt schon viele Spieler dazu gekriegt, auch Solo das zu spielen. Das ist ein super Spiel, wenn man noch auf Mitspieler wartet. So, Ach, als es ist. nächstes die 7 wäre richtig schön gewesen Ja, bei aber mir. dann, also in deine dritte Ebene irgendwann zu kommen, wird echt schwierig. Ne, guck mal, hier habe ich doch eine schöne Grundfläche jetzt hier Ja, kommt die so. 1, passt da Psst, da passt noch mehr drauf. drauf. Pass mal Ich baue auf. ja gerne auf lange Sicht und dann spielt plötzlich vorbei. Die 4, ist das die 4, die so gut in die 3 passt? Nee, nichts Also die passt gut in die 4, 3. Die die 3 ist 4 würde, doof. guck mal, die 4 würde hier auf jeden Fall hinpassen, definitiv. Ich glaube, die 3 ist die Ja. fieseste Zahl des Number 9-Spielers und die 0.
Ja, auf jeden Fall, ihr seht genau, was das ist. Es ist ein wunderschönes Puzzlespiel, sehr, sehr knifflig und das kann man halt, wie gesagt, auch sehr cool gegen sich selber spielen und versuchen, einfach immer besser zu werden. Logischerweise ist ein bisschen Glück dabei, je nachdem, wie die Karten laufen, vor allen Dingen, wenn man sich gegen sich selbst spielt, wenn man halt ungünstig in einer Reihenfolge halt die Karten bekommt, dann hat man womöglich weniger Punkte als beim letzten Mal. Irgendwann weiß man natürlich, was noch kommen kann und was eben nicht mehr, weil es schon war. Ja. Und es gibt auch gerne Hausregeln, dass man zum Beispiel im Team spielt, 2 gegen 2 oder so und vielleicht zusammenbaut oder so. Da gibt es ganz witzige Möglichkeiten, das zu machen. Also wir haben euch jetzt die ganz normale Variante gezeigt. Ja. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, sehr meditatives Knobel-Puzzlespiel. Und das Inlay ist wirklich großartig. Mhm. Also du machst den Deckel ab, Anleitung raus und schon kannst losgehen. Ja. Einmal kurz Karten mischen und dann ist schon alles so, wie man es braucht. Genau. Das war Number 9. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass Sie viel Spaß damit haben werden.